Ein Name fiel immer wieder in Sanchellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften.